Ich habe hier noch zwei Versuche. Ich muss ja nur noch den Boss hier besiegen. Und dann alle nochmal besiegen. Naja. So, ich gehe jetzt hier oben durch. So, und dann gehe ich hier hinten, glaube ich, runter. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. So. Das hätten wir geschafft. Nicht in die Stacheln, sondern nach oben hin. Den schießen wir weg. Und dann da rein. Okay, die Sterne darf ich nicht berühren. Ich wusste, dass da irgendwas war. Sterne nicht berühren. Sterne sind böse. Natürlich laufe ich wieder in den Stern rein. So, hier geht's nach oben, glaube ich. Gab es hier irgendwo noch. Geht weg. Geht doch alle weg. So. Das hätten wir. Ja, genau. Da haben wir jetzt einen Boss. So. Was machst du Schönes? Du gehst in die Mitte. Und dann schießt du. Gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Der Bomben. Und dann machst du. Was machst du da? Da hast du. Was macht der denn da? Okay, er geht in die Mitte und schießt. Dann lässt er Bomben fallen und dann greift er an. Gut, dann geht er wieder in die Mitte, schießt. Er lässt Bomben fallen und greift dann an. Okay. Okay, ist das jetzt das Muster? Okay, das könnte. Lässt Bomben fallen und dann greift er an. Okay, ich glaube, ich habe das Muster raus. Sagt er und wird getroffen. Aber er braucht nur noch zwei Treffer. Greift an, fliegt wieder nach oben. Schießt, dann greift er an, fliegt wieder nach oben. Schießt er nochmal und greift nicht mehr an, sondern wirft Bomben. Danach greift er an. Okay, ich habe ihn. Ich denke, das sollte ich hinkriegen, jetzt ohne getroffen zu werden. Genau, sehr schön. Das funktioniert doch wieder. Ich habe zwar keine Leben mehr. Und ich muss gleich zu König Nickerchen, wie er im Deutschen heißt. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß jetzt auch wieder, um was es geht. König Nickerchen hat alle Nahrungsvorräte und die Zaubersterne gestohlen und Kirby will sie wieder zurückholen. So. Also, ich mach's wieder in der Reihenfolge, wie sie gerade eben da waren. Obwohl, ich glaube, das hätte ich mir vielleicht aufheben sollen für den Schluss. Weil das nicht so schlimm war. Ich spring mal in den Abgrund rein. Game over. Continue. Mach auf. Kann ich noch überspringen? Nee, kann ich nicht. Meine Nase juckt mal wieder. Ich fange hier mit dem hier an. Der war am schwierigsten. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass er am schwierigsten war. Deswegen fange ich mit dem jetzt an. So, komm her. Okay. Stacheln, die wollen wir natürlich nicht rein. Dann den Kirby da hinten und geschafft. So. Kurz räuspern, dann geht's los. Ja, der erste Treffer habe ich schon reingesteckt. Das ist natürlich nicht schön. Aber, ja, genau. Wir sind gleich auf. Wobei ich natürlich mehrere Treffer brauche, um einen Schadenspunkt zu machen. Während er mich einmal mit einer Kugel treffen muss. Komm schon. Geh kaputt. Puh, gut, den ersten hätten wir. Dann mache ich die zwei hier. Die waren eigentlich auch ganz okay soweit, möchte ich meinen. Eieieiei, wenn ich gewusst hätte, dass das so anspruchsvoll ist. Hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber ich möchte möglichst alles zeigen, was man im Spiel zeigen kann. Es sei denn, es sind solche Monsteraufgaben wie bei Tocobot Plus. Das war natürlich nicht so sonderlich schön. Gut, mit zwei Energiepunkten könnte ein bisschen schwierig werden, aber ich werde es mal versuchen. Ich werde es versuchen. Ich muss mich einfach nur.
müsst das einfach nur ordentlich machen hier, dann geht es auch. So, ein Treffer für dich. Und noch ein Treffer für dich. Das war ein Fehler. Das war auch ein Fehler. Kirby ist einfach zu langsam für die zwei. Aber macht nichts. Ich gehe nochmal rein. Das war jetzt nicht so schwierig. Super, der wacht zuerst nicht auf und dann wacht er auf und dann macht er mich kaputt. Das ist doch auch kacke. Okay. So, diesmal habe ich doppelt so viel Energie. Das ist natürlich schon mal von Vorteil. Hilft natürlich nicht, wenn ich mich doof dran stelle. Hier runter. Erster Treffer. Okay, einfach nur das Ganze mit ein bisschen Geduld angehen, dann klappt das auch. So, und zwar immer hinter den möglichst... Na, super. Ich sollte immer möglichst hinter die gelangen. Dann kann ich denen auch Schaden zufügen. Und möglichst immer solche durchlässigen Teile hier in der Nähe haben, damit ich im Ernstfall ausweichen kann. Dann sollte das Ganze doch funktionieren. Kommst du jetzt mal bitte da hier rauf, Lala? So. Heute ist ein Paket für mich angekommen mit 14 NES-Spielen. Wieder ein bisschen mehr aus meiner Jugend gekauft. Und ich habe die Spiele dann mal so angetestet und ich muss sagen, da waren jede Menge dabei, die kann man doch schon ziemlich gut als Schrott bezeichnen, aber ich habe sie gekauft, ich werde die jetzt auch irgendwann mal spielen. Vielleicht werde ich, Entschuldigung, das ein oder andere Spiel dann doch irgendwann mal noch verkaufen. Also, aua! Er hat sein Muster geändert! Ich kann mich nicht konzentrieren auf Reden von meinen Käufen und Spiel. Geht gerade nicht. So. Aber mit ein bisschen Konzentration geht auch das hier. So schwer war der eigentlich jetzt hier nicht. Muss man dazu sagen. Okay, er zwei Treffer, ich ein Treffer. Er ein Treffer, ich ein Treffer. Komm schon. Komm schon. Und du bist tot. Gut, dann bleibt ja jetzt nur noch das letzte, das leichte Level. NES-Spiel, ja. Und schon wieder kaputt. Ich kann ja mal aufzählen, was so alles dabei war. Unter anderem Castlevania 2 und 3. Ja, noch ein Spiel, das der Angry Video Game Nerd gemacht hat, Castlevania 2. Dann war auch dabei Total Recall. Auch ein Spiel, das der Angry Video Game Nerd gemacht hat. Ich habe relativ viele dieser Spiele gekauft, fällt mir gerade auf. Mega Man 3 war dabei. Ich glaube, ich krieg die gar nicht alle zusammen. Da waren so viele Spiele dabei, die einfach Murks waren. Autsch. Was war denn noch dabei? Autsch. Boah, die ziehen so viel ab. Au. Naja, super, den packe ich gerade jetzt mal wieder nicht. Super. Och. Ich habe mir gedacht, machst du jetzt noch einen Extra-Modus? Oh, wieder hier. Machst mal noch schnell einen Extra-Modus, dann hast du das auch hinter dir und dann ist das Spiel abgeschlossen und ja, schnell. Von wegen. Das dauert hier gut und gerne noch eine Dreiviertelstunde, habe ich so das Gefühl. Wenn ich mich ein bisschen besser hier anstelle, könnte es auch noch nur eine halbe Stunde dauern. Aber ansonsten dauert es bestimmt noch eine Dreiviertelstunde. So, ich bleib mal hier unten. Einmal, zweimal in Deckung gehen, wenn der Luft spuckt. Einmal, zweimal. So, warten. Einmal, zweimal. Jetzt habe ich es geschafft, ohne getroffen zu werden. Was ist das denn hier? Okay, König Nickerchen. Jetzt bist du dran. Yep. Er ist, glaube ich, schneller als vorher. Oh, er ist viel schneller als vorher. Der springt auch dreimal.
Uiuiui. Ich glaube, ich sollte nicht fliegen. Dann. Da ist ein Stern. Dann kann ich ihm schneller ausweichen. Boah, der springt ganz schön weit. Okay, wir sind fast gleich auf. Ja, wenn ich mich so anstelle, wird es natürlich gar nichts. Ach du, ja, springen wir auf den Rücken. Ja, ach, Dominik. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, letzter Versuch. Der beginnt mit einem Treffer gegen mich. Komm, spring nochmal, aber nicht auf mich drauf, bitte. Du könntest doch einfach auch fliegen, dann hättest du das Problem einfach nicht. So ein bisschen über ihn drüber springen, fliegen, auspusten. So, funktioniert doch ganz gut. Ich habe den Stern eingesaugt und trotzdem hat er mich getroffen. Das soll mir mal jemand erzählen, wie das funktioniert. Oh, ich schaff den nicht. Weil ich mich zu doof dran stelle. Der ist sogar auch ein bisschen schneller geworden im Vergleich zum letzten Mal. Jetzt tau ich den Stern voll gegen das. Heieieiei. Es sind ja nur noch 5 Treffer, die er benötigen würde. Wenn ich mich denn nicht so doof dran stellen würde. Ich glaube, am besten gehe ich immer in die Ecke. Dann habe ich genug Zeit zum Ausweichen. Natürlich nicht, wenn er mit dem Hammer angelaufen kommt. Das funktioniert dann natürlich nicht. Okay, dann vielleicht nicht ganz in die Ecke, sondern nur bis hierhin. Okay. Komm schon. Gib mir Sterne. Nicht so. Ja, okay, das war klar. Da musste ich reinlaufen, ja. Komm weiter. Na okay, ich muss nicht alles nochmal machen. Das ist immerhin doch mal sehr gut. Ich hab... So, das war der erste Punkt, den ich verloren habe. Und er hat noch nichts verloren. Das ist natürlich sehr clever. Sehr günstig vor allem. Da. Da. Okay, das waren 2 Treffer. Das ist schon mal ganz gut. Kommen ja jetzt noch, können ja jetzt noch ein paar folgen. Ach man. Ich stell mich aber auch selten dämlich dran. Bleib genau da stehen. Mann, was ist denn heute los? Ja, genau. Ja. Oh. Okay, ich setze mich nochmal ordentlich hin. Der ist doch nicht so schwer hier. Das erinnert mich jetzt an meine Kindheit. Ich glaube, da bin ich auch immer an King DDD verzweifelt. Als der dann seine komischen... Nein, ich warte! Ach komm, ich treffe den und der kann mich noch einsaugen. Was ist das denn für eine Logik? Ja, der Hammer, genau. Ganz ruhig. Einfach cool bleiben. Dann wird es schon. Nochmal? Cool bleiben, dann wird das schon. Hammer. Ja, genau. So, jetzt kommt er gleich wieder angeflogen. Hammer. Okay. Wenn er den Hammer hat, nicht einfach so über ihn drüber springen. Mittlerweile müsste ich das doch gerafft haben. Okay, 5 gegen 2. Schon. Ich raff's einfach nicht. Wenn er den Hammer hat, bleibe ich einfach stehen und unternehme gar nichts. Das ist einfach der falsche Weg. Das ist einfach der falsche Weg. Jetzt. Okay, noch 3 Treffer. Komm schon, noch 2 Treffer. Schon. Ja, das Adrenalin kommt so langsam wieder in die Adern.
fliegen? Komm schon, komm schon, komm schon! Sprichst du nochmal? Nee, aber er hat einen Hammer. If I had a hammer, I'd hammer in the evening. Yes, ich hab... Oh, das Knopf! Yeah. Puh. Okay. Damit wäre auch das Extra-Game geschafft. Ich habe mich schlechter dran gestellt, als ich das gehofft hatte. Gut, den Abspann kennen wir jetzt schon, dass er da wieder in so ein großer Ballon rauskommt. Ich lege jetzt erstmal hier den Controller zur Seite. Also, das Extra-Spiel. Doch eine Spur härter als... Hoppla, jetzt muss ich aufstoßen. So eine Spur härter als... das normale Spiel. Ja, immer wenn ich aufgeregt bin, dann stoße ich komischerweise auf. Ja. Trotzdem. Für ein kleines Spiel zwischendurch, auch wenn es dann doch ein bisschen härter ist als normal, ist es immer noch ganz schön. Es ist auf jeden Fall fordernd. Man könnte jetzt da versuchen, ohne ein Game Over durchzukommen. Das möchte ich jetzt aber nicht, weil das, wie gesagt, ein Lückenfüller-Projekt ist. Und mehr sollte es auch nicht sein, denn demnächst kommt ja Super Surfer, genau, der Silver Surfer. Und der soll ja dann als Hauptprojekt weitergeführt werden. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch wirklich lange dauern wird. Jetzt keine 46 Parts wie noch Conflict Free Space oder ein paar 50 Parts wie Talkabout Plus, aber auf jeden Fall ein paar mehr Parts als jetzt Turtles oder Kirby. Gut. Unser kleiner Held stürzt nach unten. Was hat er jetzt auf seinem Schildchen stehen? Bye bye. Na gut, das hatten wir ja schon. Gut. Kommt da jetzt noch mehr? Ich nehme mal wieder den Controller. Oh. Ich glaube, das sind neue... Ach, die Namen! Waddle-Doo und Waddle-Dee, Brontbird, Schotzo und den letzten konnte ich nicht lesen. Wie heißen die denn alle? Poppy Bros Jr., Cappy, Twizzy und Grizzo. Alles wunderschöne Namen. Die Poppy Bros Senior. Ja, die tauchen später nochmal auf, glaube ich. Im NES-Teil auf jeden Fall. Das sind zu viele Namen, als dass ich die jetzt vorlesen könnte. Two-Face finde ich schön. Da sind Lolo und Lala, nicht wahr? Lololo und Lalala. Ich glaube, die sind aber tatsächlich nur Lolo und Lala, aber ist ja egal. So, aus Stage 3. Blipper. Das finde ich schön, dass hier die Gegner vorgestellt werden. Wie hieß du denn? Kabula. Das ist interessant zu wissen. Das war Erda war, finde ich, der schwierigste Gegner jetzt noch im Spiel. Zumindest was von diesen Endbossen anging. Cracko. Aber auch interessant, obwohl ich komischerweise im Extra-Game ihn jetzt nicht so schwer fand. Also wenn man da einmal die Taktik raus hatte, dann war er gar nicht mal so schwer. Gut, ich gebe noch ein kleines Fazit zu dem Spiel ab. Das erinnert mich sehr an meine Kindheit. Ich finde es auch toll. Ich könnte das jederzeit immer wieder spielen. Und würde mich dann wieder wie so ein 7-8-jähriger Junge fühlen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag solche Spiele, die man mal wieder mal auspacken kann, mal wieder spielen kann und sich dann an seine Kindheit, an die Vergangenheit zurückerinnert fühlt. Das gefällt mir. Es gibt noch mehrere dieser Spiele. Eventuell kommen die dann mit der Zeit. Vielleicht auch als Lückenfüller, vielleicht auch als größeres Projekt, je nachdem, wie groß das dann im Endeffekt ist. Jeder, der... Ui, Config Mode. You're our hero. Press down B and select on the title screen for the Config Mode and more fun. Das, was stürzt du denn da so rum? Hallo Kirby. Was machst du denn jetzt? Er weckt ihn. Oh, sieht ganz schön mitgenommen aus, König Nickerchen. Und jetzt? Och, oh, er weint. Och, es ist ja putzig. Oh, er ist traurig. Ah, schön. Okay, komme ich nochmal zurück hier irgendwie? Wo ist denn? Wo habe ich meinen Controller? Da habe ich meinen Controller. Ich probiere mal den Reset hier, den Gameboy Reset. Er hat funktioniert. Also unten B und Select.
Ah ja, sehr schön. Da kann man hier die Leben einstellen. Das ist natürlich sehr schön. Soundtest. Ah, die durch die Musik durchschalten. Sowas gefällt mir immer ganz schön. Okay. Mit dem Bild von kleinen Kirby mit Kopfhörern auf, möchte ich mich dann auch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem kleinen Projekt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an allen weiteren Projekten, die da noch kommen mögen. Und ich hoffe, ich kann euch bei den nächsten Projekten wieder begrüßen. Bis dahin, ciao!